sind dieses Jahr Aussteller hier auf der MyJob OWL 2016. Was hat Sie bewogen, hier auszustellen und welche Berufe suchen Sie genau? Wir sind jetzt zum zweiten Mal hier auf der Messe, haben auch schon im letzten Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht. Uns geht es in erster Linie darum, die Baubranche und die Bauberufe allgemein, das Handwerkliche nochmal nach vorne zu stellen, weil wir schon gerade im Baubereich Probleme haben, wirklich Nachwuchs zu rekrutieren. Weil die Bauberufe, jetzt Straßenbauer, Kanalbauer, das sind jetzt nicht klassisch die Berufe, wo gleich in der Schule, in der 8., 9. Klasse, wenn es eben halt um die Berufsfindung geht, die Schüler gleich alle die Hand hochheben, ja, das ist schon immer toll, das hat mich schon immer interessiert. Und da ist eben halt meine Zielsetzung, eben halt das wieder nach vorne zu bringen und eben halt auch ein bisschen Werbung dafür zu machen, was spricht eigentlich für Bauberufe. Wie viele Mitarbeiter hat Kögelbau, wenn ich fragen darf? Wir haben knapp 220 Mitarbeiter und haben gerade in den letzten Jahren wahnsinniges Wachstum hingelegt, haben allein in den letzten 3-4 Jahren ungefähr 60, 70 neue Arbeitsplätze hinzugeschaffen, sind also auch schon in den letzten 15, 20 Jahren permanent am Expandieren und ja, es macht Spaß und das zeigt eben halt, dass auch Bau trotz zum Teil Imageprobleme doch wahnsinnig spannend und auch zukunftsträchtig ist. Was würde es denn für potenzielle Bewerber attraktiv machen, bei Ihnen zu arbeiten? Bieten Sie da bestimmte besondere Sachen an? Ja gut, das ist einmal die Bauberufe, die Baubranche als solches, glaube ich, sehr spannend, weil klar, man muss der Typ dafür letztendlich sein. Man muss Spaß haben, draußen auch an der frischen Luft zu arbeiten, aktiv was zu gestalten. Auch jeden Tag was Neues. Ist ja nicht so, dass die Fließbandarbeit letztendlich leistet, wo ich irgendwie in der Lehrwerkstatt bin, sondern wirklich beim Bau. Und da gibt es immer mal was außer der Reihe, was da passiert. Und da muss ich wirklich auch meinen Kopf einsetzen und eben halt dann entsprechend irgendwie eine Lösung auch finden. Auch stark in der Kommunikation sein, sei es mit dem Auftraggeber, Architekten, aber auch mit den Kollegen, mit Partnerfirmen, mit anderen Firmen, mit denen wir zusammen ein Gewerk erstellen. Ja, was nach vorne hinten. Und man sieht hinterher, was man geschaffen hat. Wenn man abends nach Hause geht, sehe ich mich, oh, ich habe wieder was geschaffen. Ja, dieses Jahr haben wir auf der Messe von der Wirtschaft Regional das Thema Zukunft Arbeit. Mich würde einfach mal interessieren, wie sieht es ein Betrieb wie Sie in 20, 30 Jahren, gerade vielleicht auch in dem handwerklichen Bereich, meinen Sie, da wird es Änderungen geben? Und wenn ja, welche könnten das vielleicht sein? Änderungen wird es sicherlich geben, hat sie auch in den ganzen letzten Jahren schon gegeben. Die Mitarbeiter allgemein in der Baubranche sind ja stark zurückgegangen, von sagen wir, knapp 1,2 Millionen auf aktuell, glaube ich, 700.000 Mitarbeiter in der Baubranche. Aber auch jetzt sind wir eben halt ja alle wieder am Mitarbeiter suchen. Es passiert ja was, gebaut wird eigentlich immer. Es wird auch immer permanent saniert oder muss wieder modernisiert werden, sei es Straßen, Brücken, wir erkennen es ja tagtäglich, wo wir auch gerade Betonsanierung, da ist eigentlich immer letztendlich Arbeit da. Änderung ist sicherlich hinsichtlich der Prozesse, die werden stets optimiert. Auch Industrie 4.0, sage ich mal, gibt sicherlich in gewissen Maßen auch Einzug auf der Baustelle. Wir gehen bei Geräte, Maschinentechnik ist permanent Neuigkeiten letztendlich. 2D-Steuerung, 3D-Steuerung. Insofern ist die Arbeit heutzutage ist nicht nur körperliche Arbeit, sondern sehr viel auch mit Kopfarbeit gefragt. Und auch in der Vorplanung, in der Logistik, das ist sicherlich die entscheidende Komponente, die heute dazu, ja, die heute ein Unternehmen erfolgreich macht oder vielleicht auch nicht. Und vielleicht auch im Bürobereich, sehen Sie da auch bestimmte Trends, was Digitalisierung angeht oder auch vielleicht andere Unternehmen haben uns schon berichtet, dass die Hierarchien auch immer flacher werden, zum Beispiel, dass es gar nicht mehr so diese mittlere Entscheidungsebene gibt, weil viele Entscheidungen auch dann an die Mitarbeiter eher übertragen werden, wieder zurück. Wie Sie sehen das? Ja gut, wir sind ja ein inhabergeführter Mittelstandsbetrieb, also wir leben das auch wirklich so. Wir suchen eben Mitarbeiter, die auch eben halt aktiv das Unternehmen mitgestalten, die auch da Spaß dran haben, was zu bewegen. Und das ist natürlich auch eine hohe Motivation letztendlich. Und auch im Bereich des Büros, Organisationen verändert sich natürlich stets. Ich sag mal, wenn ich früher das mit Papier eben halt noch hin und her geschoben habe, wird das eben halt eingescannt, wird digitalisiert. Pläne, sage ich mal, gibt es immer noch die großen Plandrucker, die Plotter, die eben halt dann für die Pläne auf der Baustelle das ausdrucken. Aber es wird eben halt auch alles schon digitalisiert und eben halt über das Internet letztendlich dann auf einer Plattform zur Verfügung gestellt. Also es ändert sich da auch stets. Ja, vielen Dank, Herr Köhl, für den kleinen Einblick in Ihren Betrieb. Gerne.